Er hat es also wirklich geschafft? Was? Du klingst überrascht. Was ist aus? Wir machen jeden Kunden glücklich, denn wir sind einfach Wahnsinn geworden. Das hier ist kein Erfolg. Ach komm, freu dich doch. Wir sind hier bei der NASA. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Lass uns wenigstens ein bisschen herumschauen. Bitte warten Sie hier. Es wird gleich jemand kommen, der Sie herumführt. Da mag aber jemand wirklich seinen Rucksack. To the Moon. Die Geschichte eines Versagers, der Astronaut werden wollte. Ein Roman von Joey Wiles. Ich kann nicht glauben, dass sich dieser Quatsch verkauft hat. Wir sind ja nicht in der wirklichen Welt hier. Ich muss mal kurz meine Nase putzen. Jo. Und da dürfen wir noch nicht rein. Liegt es an mir oder ist dieser Aufzug innen kleiner als außen? Ich weiß nicht, wo 1F ist, deswegen gehen wir einfach mal hier hin. Aber das sieht aus, als wäre das hier wieder der Empfangsbereich. Sag mal, was meinst du? War die Mondlandung im letzten Jahrhundert wirklich? Fang nicht damit an hier. Fang gar nicht erst damit an. Dann fahren wir mal nach 2F. Ja, das ist eine andere Stelle. Das ist das Missionskontrollzentrum. Im Moment passiert hier nicht viel, aber eines Tages werden sie es in Aktion nehmen. Ich habe beinahe erwartet, dass Zordon auf dem Bildschirm auftaucht. Mir nicht. Was? Lass uns gehen. Ich hoffe, bei der echten NASA haben sie größere Aufzüge. Hier ist die Zentrifuge. Wenn Sie Glück haben, werden Sie eines Tages lernen, sie zu hassen. Ah, genau. Das Schleuderdings. Hier auch nicht. Wovon redest du? Komm, wir haben nicht mehr lang. Ihre Werte sind hervorragend. Aber trotzdem müssen wir Ihren Zustand in den kommenden Sitzungen genau überwachen. Gehen Sie in einen Raum. Man erwartet Sie schon. Okay. Hier ist kein Memory Link. Kein Kommentar zum Aufzug? Ich bin fast enttäuscht. Am Shuttle wird zurzeit mit Hochdruck gearbeitet. Wir können es im Moment nur von hier aus sehen. Das ist nicht gut. Vielleicht haben wir doch etwas übersehen. Du musst wirklich mal an deiner Kommunikationsfähigkeit arbeiten. Wow. Das kannst du laut sagen. Weißt du, was am einfallsvollsten ist? Was? Das Stück ganz oben auf der unteren Ecke vom Shuttle. Da muss ich dir zustimmen.
Oh, wie ich die armen Seelen bemitleide, die dieses Detail nicht ansehen können. In der Tat, besonders die Nase da oben. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, wird das wohl nicht mehr so, wie es jetzt aussieht. Ja, es ist die einzige Gelegenheit. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Humor dieses Spiels liebe? Na komm, bleib offen. So, dann können wir wieder ganz nach unten. Und hier durch. Ich frage mich, ob die echte NASA wirklich so aussieht. Wahrscheinlich nicht. Das ist ein Konstrukt aus Johnnys Fantasie. Ah ja, Wikifakten vergleichst du mit seinem Hingespinsten. Trotzdem merkwürdig, Vögel zu hören, aber keine zu sehen. Sorry, Neil. Ich dachte wirklich, wir hätten eine gute Chance. Was? Und hier ist der Pausenraum. Das ist David. Er ist unser Missionsspezialist. Freut mich, Sie kennenzulernen. Zumindest hat er es in die NASA geschafft, so wie es aussieht. Meinst du, er hat es bis zum Ende durchgehalten? Selbst wenn. Es braucht mehr als das, um Astronaut zu werden. Dann lass uns so schnell wie möglich den letzten Memory Link finden. Ich würde ungern das Finale verpassen. Was ist los? Ist es schon zu spät? Ich weiß es nicht. Ah, und hier ist unser anderer neuer Zugang. River, richtig? Schön, Sie dabei zu haben. Hallo, ich bin John. Puh. Ich dachte schon, sie wäre... Was zum Eva? Du hast sie doch gelöscht. Nein, wie ich schon sagte, ich habe sie nur verschoben. Was sie mit ihrem Leben anfängt, ist ihre Sache. Aber diese Welt besteht aus öffentlichen Daten und Johnnys Fantasie. Und weil Rivers persönliche Daten nicht Teil der öffentlichen Quellen sind... Kommt das hier alles von Johnny? Trotzdem gab es nur eine gewisse Chance. Wie konntest du sicher sein, dass es funktionieren würde? Ich war nicht sicher. Es hätte ganz schön schief gehen können, ist dir das klar? Du warst doch nie sehr risikofreudig, Neil. Einigen wir uns einfach darauf, dass die 100 mich geht. Wir haben noch zwei weitere Helme, oder? Ich glaube, Johnny würde sich über ein bisschen Gesellschaft freuen. Hallöchen, Blackie. Ich empfehle dir das VOD. Wir sind nämlich quasi am Ende. Wie scheint er das selbst geschrieben? Ganz schön eintönig, wenn du mich fragst. Wie heißt es? To the Moon. Beides. Das ist ein schöner Titel. Ich muss mich nochmal stolzen.
Gute Nacht, King. Ah, da seid ihr. Ihr zwei solltet euch ausruhen. Morgen ist der große Tag. Ich bin auch Astronaut werden, Dad. Eines Tages mal so und wirst du das vielleicht. Pa. Hättest du gedacht, dass sie es schaffen würden? Ha, du etwa? Nein. So wie sie ist, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass sie sowas schafft. Aber da lag ich wohl falsch. Umso besser, oder? Ja, ich freue mich für sie. Weißt du, das ist mein Bruder da in diesem Shuttle. Wow. Jep, und ich habe mal darüber ein Buch geschrieben. Allerdings mein ein wenig optimistischen Ende. Da muss ich wohl jetzt noch mal ran. Hey, Dr. Watson, nicht wahr? Danke, dass Sie uns hier reingelassen haben. Ja, schon gut. Eva hat das geregelt. Haben Sie herausgefunden, weshalb er zum Mond wollte? Natürlich. Und, was haben Sie alles gesehen? Sagen wir es so, das Ganze war ein Haufen schmalziger Käse, der sich dann von selbst gelöst hat. Wissen Sie, letzte Nacht habe ich mehrmals gedacht, dass wir Johnny bereits verloren hätten. Ich denke, dass er am Leben festhält, um auf Sie beide zu warten. Dann hat er ganz schön viel Geduld. Ich hoffe nur, dass sich das Warten lohnt. Machen Sie schon weiter, Ihre Kollegin wartet. Ja, dann. Ich dachte, von hier aus wäre die Aussicht ganz gut. Zumindest gut genug, um den Verkehr zu sperren. Hm? Sicher, sogar dann, wenn die beiden real wären. Tja, das ist jetzt wohl der Augenblick, für den wir so lange gearbeitet haben. Bereit für den Start? Ja, go for it. Komm zu mir hoch. Warum? Warum nicht? Du wirst mich doch wieder über den Rand schubsen, oder? Durchaus möglich. Aber die Aussicht ist das Risiko wert. Na komm. Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Genauso klappt das bei der Nase, die Bildschirme werden grün und dann geht es los. Ja, die Vögel tun gut daran, nicht unterhalb der Fähre des startenden Raketentriebwerks zu fliegen. Ansonsten gibt es
Grillhähnchen. Das ist das Spiel To the Moon. Richtig. Du sagst es, los, kauft es. Und kauft auch den den Zwischennachfolger Freebird Fly, glaube ich. Und wie heißt das andere danach? Das Spiel danach und freut euch auf das nächste Werk Imposter Factory. Und aus irgendeinem Grund, glaube ich, habe ich einen Schaden erlitten. Meine Augen laufen gerade ein bisschen aus. Aber zum Glück bin ich schon ein wenig gestellt, weil das ist jetzt das dritte Mal, dass ich dieses Spiel spiele. Und es ist immer noch super emotional. Und ich glaube, es sind tatsächlich nur die drei Spiele, die der Hersteller bis jetzt gemacht hat. Alle auf Steam verfügbar. Alle unter seinem Developer-Tag verfügbar, von daher lohnen sich alle drei. Hier ist der... Danke, jetzt spielen. Geht jetzt spielen, okay? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Johnny das Haus einfach so ein Kili vererbt hat. Tja, wen hätte er sonst geben sollen? Uns? Wobei es wirklich ein ziemlich mieser Ort für ein Begräbnis ist. Wenn es erstmal einen Erdrutsch gibt, können sie mit, unten mit den Fischen schwimmen. Noch ein bisschen früh für Scherze. Nee, dafür ist es nicht mehr zu früh. Netter neuer Klingelton. Hallo, Eva hier? Wir sind auf dem Weg.
Neuer Patient? Neuer Patient. Dann los. Das war der Cliffhanger fürs nächste Mal. Ich schnauze mich nochmal. Du hast der Snow Game durch. Das, und du willst es streamen, das ist schön, da kann ich es mir ja mal anschauen. Das ist nice. Also, To the Moon, wir haben es jetzt recht schnell durchgespielt. Sind 4 Stunden. In dem Fall. Für die Leute, die es interessieren. Ich habe für die beiden anderen Anläufe insgesamt 10 Stunden gebraucht, also 5 Stunden pro. Ich denke mal, der erste war 6 Stunden, der zweite dann wahrscheinlich auch nur noch 4 Stunden. Aber ich habe halt auch entsprechend eine Menge Sachen so mit durchgespielt und geguckt. So. Hey, Desktop, yay. Nehmen wir mal die Großansicht. Na? Heute mit Kamera oder ohne? Da, mit Kamera. Hallöchen. Also wie gesagt, To the Moon ist ein Spiel, was ich einfach durch jedem ans Herzen legen kann, der eine schöne Story spielen möchte. Und ja. Es lag schon lange auf der Liste mit. Ich will es mal mit und für euch spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt noch 2 weitere Spiele, die auf der Liste stehen, die vom gleichen Hersteller sind. Da schaue ich direkt mal rein. Das eine ist A Bird Story und Finding Paradise ist das zweite, so rum. A Bird Story ist nur so eine halbe Stunde, wir melden uns mal wieder aus der Versenkung, bevor wir das nächste Spiel gemacht haben, Spiel. Und Finding Paradise ist dann wieder ein größeres. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit ich dafür gebraucht habe. Schauen wir mal. Vor allem, das Spiel ist nicht wirklich groß. Ja, für Finding Paradise habe ich auch 5,5 Stunden gebraucht und für Bird Story kannst du 72 Minuten. Ich glaube, ich habe es auch zweimal gespielt. Klingt also auch, dass wir das dann vielleicht mal nächste Woche in Angriff nehmen können. Ja, so lange es noch für To the Moon auch braucht. Da finde ich schön, dass du das schon gespielt hast. Es ist aber super. Es ist absolut super. Ich gucke. Ah, stimmt. Dann gibt's nur. Dann hat der Hersteller noch The Mirror Lead rausgebracht, das sogar kostenlos ist. Von dem ich jetzt allerdings selber noch nicht. Also, dass ich selber noch nie gespielt habe, von daher. Ich habe es mir mal vorgenommen, aber ich habe es noch nie gespielt. Von daher wissen wir jetzt, was wir in den nächsten Wochen so, was in den nächsten Wochen so passieren könnte. Viele tolle emotionale Pixelarts. So, ich schau mal, wer jetzt gerade noch so streamt. Und würde euch jetzt auch einfach mal weitergeben.
Weil für mich wird es dann jetzt auch Zeit fürs Bett. Ich hoffe, ihr werdet eine angenehme Nacht haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke mal, ich werde To the Moon auch zusammenschneiden, weil es einfach eine schöne Sache ist, die man später nochmal auf YouTube angucken kann. Und von daher sage ich jetzt schon mal gute Nacht von meiner Seite aus. Wünsche euch jetzt gleich noch viel Spaß beim nächsten Streamer. Sagt dort nochmal Hallo. Und wir sehen uns dann morgen wieder ab 19:30 Uhr bei SnowRunner. Und verpasst auch nicht den nächsten Donnerstag ab 19:30 Uhr GTFO. Ich wünsche euch was. Schlaft gut.